ich möchte speichern. Und das nächste Level ist der Psychopark. Wir haben im Union Park ein ernstes Problem. Anscheinend haben wir dieses Wildcat-Gesocks zu sehr provoziert. Wir haben gerade eine Meldung hereinbekommen, dass ein großes Kontingent bewaffneter Wildcats auf dem Weg zum Park gesehen wurde. Mach, dass du darüber kommst und tu, was du kannst, um die Gegend zu sichern. Und keine Gnade für dieses Gesindel. Alle Wildcats eliminieren oder verhaften. Gott im Himmel, Darcy. Überall in der Stadt gehen ganze Viertel eins nach dem anderen hoch. Allein in deiner Gegend haben wir etliche Verdächtige. Kümmer dich darum und sei vorsichtig. Ja, mach ich, Chef. Könntest mir ja auch mal irgendwie helfen, ne? Du hast nichts für mich. Gut, dann kümmern wir uns erst um den einzelnen Irren. Oh, ich hoffe, die anderen hier lassen mich in Ruhe. Was habe ich denn überhaupt? Na gut, ich habe Munition. Das finde ich schon mal super. Ja, die beiden Deppen auf der Seite oder auf dem Dach, wo auch immer, sind mir jetzt mal egal. Mörder im Park. Oh, drei Stück mit Waffen. Mhm. Aber sonst geht's euch gut, Jungs, ne? Naja, gut. Erschießen wir euch. Da Fug. Tötet mich nicht, tötet mich nicht. Du hast die Killer fertig gemacht. Ja, und ich bin auch fast tot. Danke, Chef, dass du mich... Darcy, hier rüber. Hi, Roper. Lange nicht gesehen. Da darf ich mich erstmal irgendwie heilen oder so. Ich möchte Gesundheit haben. Oder Bonus, was weiß ich. Ich will Gesundheit haben. Roper, wo zum Teufel warst du, Roper? In Union City ist die Hölle los. Denkst du, das hätte ich nicht bemerkt? Ich war beschäftigt, aber jetzt bin ich ja da. Also lass uns den Job erledigen. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen, Roper. Die ganze Welt spielt verrückt. Ja, wo ist der einzelne Wildcat, der jetzt gerade... Ach, da. Was tust du da? Was zum... Ja. Irres Gangmitglied ausgeschaltet. Ja, so sind die nicht alle irre? Ich will Leben haben. Sonst mache ich hier gar nichts mehr, wenn ich kein Leben kriege. Das könnt ihr vergessen, Leute. Sonst tue ich hier echt gar nichts mehr. Hey, du Polizist da, hast du Leben für mich? Halt! Hey, du laberst ja nicht immer mit mir. Och nö. Oh, Leben. Danke. Ja, super. Das heißt, wir arbeiten jetzt die Pfeile ab. Gut. Ich freue mich. Aber wenigstens haben wir Roper wieder als Begleitung. Ist ja nicht so, als würden wir das auch mal alleine schaffen. Er hat ja auch kein Leben für mich. Ach, ist auch wieder eine Gruppe. Ich hätte so ansonsten gern... Na. Hast du noch Leben? Nee, aber du hast eine Knarre. Roper, du darfst ihn erschießen. Das war's dann für dich, du Penner. Naja, gut, dann verhafte ich ihn halt, wenn du ihn nicht erschießen willst. Ich will Leben haben. Wenn es geht, noch ein bisschen mehr. Das wäre nett. Ach, nicht doch. Du hast eine Knarre. Jetzt nicht mehr. Ach, Roper. Ich habe jetzt einen Toten verhaftet. Geil. Der war nämlich laut Lebensanzeige tot. Perfekt. Das nenne ich doch mal super. Gibt es hier sonst gar kein Leben mehr, aber ich habe das Gefühl, dass das Level danach noch weitergeht. Ah, und ihr seid doch noch alle hier. Roper, da hat einer versucht, auf mich zu zielen. Warum hilfst du mir nicht? Nein. Die Falcon-Gruppe hat's erwischt. Stern, der lokale Wildcat-Obermotz, ist mit seinen Jungs auf dem Weg in die Gegend. Sei vorsichtig, sie sind schwer bewaffnet und gefährlich. Und nicht zu vergessen, total durchgedreht. Servier sie ab, wenn's geht. Und tu nichts Unüberlegtes. Ich tu nie was Unüberlegtes, Chef. Nie. So, habt ihr sonst noch irgendwas für mich? Oh, warum liegen die Nutten hier? Hattet ihr Spaß mit denen, oder was? Das ist aber böse, böse. So, also hier liegt noch einmal Leben. Das sollte ich mir merken. Munition. Lad nach, Darcy. Danke. Ja, dann kümmern wir uns jetzt um diese Verrückten. Die sind hier alle verrückt, aber egal. Das scheinen die hier noch nicht so ganz verstanden zu haben.
Roper, tu mal was. Nach Roper. Ja, dich kann man auch nur gebrauchen, für dich, du Penner. Wenn die am Boden liegen. Und ich habe schon wieder einen Toten verhaftet. Super. Naja gut, dann rennen wir jetzt zu diesem Wildcat Kingpin. Warum auch nicht? Die werden sich bestimmt freuen, mich zu sehen. Hoffe ich, dass sie das tun. Na, laufen wir nochmal durch den Park. Na, wo seid ihr denn? Ihr seid so weit weg. Ach, da seid ihr. Hi. Ach, da kommt schon einer. Knarre? Ja, Knarre. Aber jetzt nicht mehr. Du bist verhaftet, du Lusche. Entweder du schießt vorher oder du lässt es. Hi, Jungs. Hallo, Roper. Schieß mal, bitte. Kingpin-Gruppe ausgeschaltet. Stern, komm so schnell wie möglich zur Station. Sieht aus, als wäre dieser letzte Typ eine Ablenkung gewesen. Wenn diese Kerle es bis zum Haupteingang der UCPD-Zentrale schaffen, sind wir erledigt. Ja, warum macht ihr nicht mal selber irgendwie was? Das wäre irgendwie mal hilfreich. Der Bonus ist mir da jetzt mal wurscht, weil die haben ja gesagt, wir sollen uns beeilen. Ich beeile mich ja schon. Wo sind die Deppen denn? Ach, da. Roper, Hilfe! Da kommt noch mehr von diesem Gesindel rein. Schafft sie raus! Ja, gebt mir mal Leben, bitte. Och nö, Leute. Leben! Ach du heilige Scheiße. Das ist Stern, du Niete. Sprich's aus! Tschüss, Mensch. Fertig? Hä? Wo sind denn die anderen? Dritte Einsatzgruppe? Ach, da ist auch noch einer. Sag das doch. Gott, ich bin gleich... Alle Trupps eliminiert. Gott sei Dank. Es ist noch nicht vorbei, Stern. Es sind noch mehr von diesen Kerlen drüben beim Lager gesehen worden. Du weißt, was zu tun ist. Ja, ich weiß, aber Leben vielleicht? Ich wäre sehr begeistert, wenn ja. Oh Gott. Weiß noch einer, wo die Gasse ist mit dem Leben? Ich weiß es nicht mehr. Hier habt ihr mir ja auch nichts hingelegt anscheinend, ne? Oder wart ihr so nett? Mal eben mit der Kamera ein bisschen gucken. Nö, hier habt ihr mir natürlich nichts hingelegt. Typisch. Gott, da kommt einer, verdammt. Hast du Leben für mich, bitte? Gott, ich will jetzt nichts Unüberlegtes tun. Du bist verhaftet, du Lusche. Bitte gib mir Leben. Leute. Ich weiß nicht mehr, wo diese dämliche Gasse war mit dem Leben. Und hier liegt ja leider auch kein Leben rum. Doch, da. Oh, nein, verdammt. Hätte das nicht einfach Leben sein können? Wo war die blöde Gasse? Da war nämlich noch einmal Leben. Weil ich möchte jetzt ungern sterben, nachdem wir schon so viel geschafft haben. Ach, da kommt auch noch einer. Bitte, hast du Leben? Das war's dann für dich, du Penner. Wenn nicht, dann wäre ich froh, ich hätte dich getötet. Ich hätte dich mal besser getötet. Gott, ey. Leben. Ich laufe erstmal überall rum, aber nicht da, wo ich hin muss, weil ich Leben haben will. Das ist zwar vielleicht sehr dumm, aber vielleicht auch nicht. Untersuch mal die liebe Prostituierte. Vielleicht hat sie noch ein Kondom. Nein, hat sie nicht. Eine sehr schlecht ausgerüstete Prostituierte. Aber gut. Ach, da kommt auch schon wieder einer. Ich hoffe, du bist knarrenlos. Nein, bist du nicht. Ach, du bist verhaftet, du Lusche. Roper, du hast wohl keine Munition mehr. Kann das sein? Was haben wir denn hier noch? Ist das die Gasse, wo wir eben waren? Ich hoffe, ja. Ja, danke. Gott sei Dank. So, jetzt können wir da wieder drüber reden. Jetzt sind mir die anderen da wurscht. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor euch. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Ah, wir haben ja wenigstens noch ein bisschen Munition. Finde ich super. Oh, verdammt. Roper. Das war jetzt aber ein Doppel. Das war jetzt ein richtig gutes Doppel, Roper. Da haben wir uns mal richtig gut angestellt hier. So, hey Jungs, habt ihr ein Problem? Ich hoffe nicht. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschreckt, weil Roper auf mich zukam. Ey, Passant, Sie haben hier nicht rumzulaufen. Hier sind gefährliche Jungs am Werk.
Die meinen es ernst. Oh. Rupert, jetzt könntest du schießen. Aber du willst ja irgendwie nie, wenn ich will. Oh Mist. So. Noch irgendwer? Jungs, wo seid ihr? Ah, da bewegt sich einer auf mich zu. Wo ist er denn? Ach, da. Ach, du wolltest gerade deine Waffe ziehen, ne? Sehe ich nicht so, Freundchen. Sehe ich absolut nicht so. Schieß doch! Gemacht. War's das jetzt? Oh, das war's. Kriminelle getötet 26, verhaftet 8, auf der Flucht 3, Bonus gefunden 3, Bonus nicht gefunden 12. Zeit 9 Minuten 53. Mal sehen, ob ich eure, nennen wir es spaßeshalber mal, Bemühungen richtig verstanden habe. Ihr habt euch von einer Frau und einem stadtbekannten Säufer zwei harmlosen Nervensägen einschüchtern lassen. Ihr hattet reichlich Zeit, eure Unfähigkeit unter Beweis zu stellen. Ich habe die Sache jetzt anders geregelt. Sehr komische Typen, auf jeden Fall. Jo, ich würde sagen, jetzt hören wir erstmal wieder auf. Die Gefallenen müssen noch warten.